Ich habe mir eine Smartwatch gekauft. Was für viele ein Statussymbol wurde, kann auch richtig gefährlich werden. Ich möchte euch heute anhand der Daten von dieser Smartwatch zeigen, was für eine Macht eigentlich in Gesundheitsdaten steckt und warum Firmen wie Google und Apple sich um diese Daten aktuell reißen. Klar, diese Macht kann positiv sein, sie kann aber auch negativ sein. Mit den Daten meiner Uhr könntet ihr wirklich gute Hacking-Angriffe gegen mich starten oder aber natürlich das gesamte Gesundheitswesen revolutionieren. Und mal wieder liegen damit Missbrauch und Gebrauch ziemlich nah beieinander. Aber eins nach dem anderen. Ich habe mir für dieses Selbstexperiment eine Fitbit Sense gekauft. Nachdem aber Fitbit von Google gekauft wurde und eine Google Pixel Watch gratis bei dem Kauf meines Smartphones beilag, dachte ich mir, kann ich auch direkt die benutzen. Ist dieselbe App. Ich trage die Uhr eigentlich immer, wenn ich kann. Manchmal ist der Akku leer, manchmal vergesse ich sie einfach. Ich trage sie möglichst so, wie das ein normaler Nutzer immer tun würde. Ich nutze sie so, wie ich sie auch ohne Bedenken nutzen würde. Und jetzt lass uns mal schauen, was ich mit den Daten über mich rausfinden kann. Moment, gratis? Ja, aber warum würde man denn so ein teures Stück einfach verschenken? Apropos verschenken. An dieser Stelle würde ein Sponsor stehen. Aus verschiedenen Gründen ist das aber manchmal schwer. Jetzt habe ich die Wahl, Mitarbeiter entlassen und eure Academy nicht weiterentwickeln oder selbst von Ersparnissen leben. Und nein, die 30 Euro, die YouTube hier auf dieses Video mir auszahlt, die reichen nicht aus. Diesmal habe ich mich für letztere Option entschieden, aber natürlich geht das nicht dauerhaft. Deswegen soll die Academy bald auf eigenen Beinen stehen und dazu brauche ich euch. Morgen früh Samstag, den 18. März um 10 Uhr gibt es ein Webinar zum Thema Privacy und Online-Sicherheit mit virtuellen Maschinen von mir, das ihr gratis über die Academy buchen könnt. Aber ich will euch auch die Möglichkeit geben, selbst Webinare zu halten. Schreibt mir dazu einfach eine E-Mail mit euren Qualifikationen, am besten ein Uni-Zeugnis und ich kann euch die XP bei uns direkt in der Academy geben. Meine Vision ist, dass jeder lebenslang lernen kann, aber auch seine Erfahrungen teilen kann. Und diese Vision will ich mit euch teilen. Webinare sind nur eines von vielen Features, die wir planen und ich würde mich riesig über euren Support freuen. Okay, weiter mit dem Thema. Ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, dass unser Gesundheitswesen ziemlich sackt, oder? Hier mal meine Top 5 Punkte. Als gesetzlicher Versicherter warte ich auf manche Termine in ländlichen Gegenden ein halbes Jahr. Besonders eindrücklich zeigt sich das bei der Psychotherapie. Im Schnitt, das sagt eine Studie von 2018, wartet man 5 Monate. Seither, durch Covid und so weiter, ist der Zustand noch gravierend schlimmer geworden. Mein privatversicherter Kollege hingegen vereinbart nicht mal einen Termin bei seinem Facharzt. Kein Witz an der Stelle. Er geht einfach hin und nimmt 5 Minuten im Wartezimmer Platz und hat seinen Termin. Er gehört damit zu den ca. 11% Privatversicherten. Trotz diesem System hat Deutschland eines der teuersten Gesundheitswesen weltweit. 11,9% unseres Bruttoinlandsprodukts gehen für das Gesundheitswesen drauf. Das ist umgerechnet 410 Milliarden Euro ungefähr jedes Jahr. Das wird später noch wichtig. Internationaler Durchschnitt ist übrigens 8,8% des Bruttoinlandsprodukts. Und trotzdem haben wir nur 4,3 Ärzte auf 1000 Menschen, 8,2 Krankenpfleger auf 1000 Menschen und 6 Krankenhausbetten pro 1000 Menschen. Die Zahlen waren übrigens noch vor Covid. Alle drei sind schlechter als der OECD-Durchschnitt. Mit unserer niedrigen Präventionsquote von nur 3% der gesamten Ausgaben im Gesundheitswesen haben wir aber mehr Kranke, die dann natürlich nicht richtig behandelt werden können. Infolgedessen haben wir mit 18% der gesamten Gesundheitsausgaben durchschnittlich extrem hohe Kosten für Arzneimittel. Dazu kommt, dass gravierende Eingriffe wie Operationen teilweise sogar aufgeschwatzt werden, obwohl es anders gehen würde. Die werden durch die sogenannte Fallpauschale gefördert und so ist die OP der oftmals finanziell bessere Fall für den Arzt als eine langwierige, nicht-invasive Behandlung. Das hat zur Folge, dass immer mehr Menschen sich privat versichern müssen oder wollen. Aber natürlich auch, dass das Vertrauen in das Gesundheitswesen sinkt und das überlastete Personal geht. Und genau da kommen jetzt Google und andere große Player ins Spiel. Sie wollen von den immensen Ausgaben, wir erinnern uns, die wir jedes Jahr haben, profitieren. Und zwar big time. Für 2,1 Milliarden Dollar konnte Google Fitbit im Januar 2021 kaufen. Durch die medizinischen Daten soll die insgesamte Gesundheitsversorgung verbessert werden
und personalisierte Gesundheitsdienste angeboten werden. Werbung soll übrigens nicht kommen, sondern stattdessen ein separates Datensilo für alle Fitbit oder anderen Gesundheitsdaten, die Google hat. Und übrigens auch die EU plant mit dem europäischen Raum für Gesundheitsdaten irgendwas Ähnliches in diese Richtung. Denn legt man all diese Daten zusammen, kann man Forschung durchführen, Studien machen und Krankheiten früh erkennen. Aber da wir eh viel zu langsam sind, um irgendwas zu machen, zurück zu Google. Google hat viele Projekte im Healthcare-Bereich. Hier mal drei, die mich persönlich beeindruckt haben. Der Medical Digital Assist ist ein KI-basiertes Tool von Google Brain, der KI-Abteilung bei Google. Für Ärzte, um ihre Routinen möglichst zu automatisieren und zu optimieren. Aktuell ist es hauptsächlich ein Notizentool, wenn man so möchte. Es nutzt Spracherkennung für Notizen, kann aber auch Tests vorschlagen, also Untersuchungen, die gemacht werden könnten und die bei möglichen Erkrankungen hilfreich sind. Es kann sogar Medikamente verschreiben und Patientenakten analysieren. Gerade letzteres hört sich krass gefährlich an in Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre, aber eine medizinische Diagnose wird extrem oft auf eure Vorerkrankung gestützt. Manche Diagnosen sind ohne die Akte fast unmöglich und je nach Krankheiten sind manche Diagnosen deutlich wahrscheinlicher als andere. Deswegen spuckt euch übrigens auch Dr. Google beim Googlen nach Symptomen immer irgendwie Krebs als Ursache aus. Klar, Krebs kann eine Ursache sein, aber vielleicht habt ihr auch einfach eine Tiefkühlpizza zu viel gegessen. Ich spreche aus Erfahrung. Das Projekt ist aber noch in Entwicklung und noch nicht verfügbar. Allerdings stammt von selbiger Abteilung auch ein Projekt namens Derm Assist, den ihr auch Ende des Jahres voraussichtlich als Pilot in der EU nutzen könnt. Der Derm Assist nutzt einige hundert Diagnosen für Haut, Haare und Nägel und soll euch mit drei Fotos in verschiedenen Winkeln einige ziemlich konkrete Tipps geben können. Natürlich nicht als Arztersatz, aber eventuell als "Geh endlich zum Arzt, du bist krank!" oder eher als "Deine Ernährung ist echt mies." Besonders beeindruckend fand ich da aber auch das Google Care Studio. Das ist tatsächlich nur ein Tool, um Patientenakten zu organisieren und Ärzten bzw. Personal Zugriff darauf zu geben. Gleichzeitig rutscht Googles Data Science drüber und gibt dann extra Infos über diese Patientenakte. Sprecht mal mit medizinischem Personal. Der größte Painpoint ist einfach, dass niemand Zugriff auf eine zentrale Patientenakte hat. Ein Freund ist Rettungssanitäter. Seine Aussage einmal: "Darf ich dieser Person jetzt dieses Mittel spritzen oder nicht? Tue ich es nicht, könnte sie auf dem Weg zum Krankenhaus ungefähr 10% aller Fälle sterben. Ist sie allergisch auf das Mittel, stirbt sie zu 100%. Eine Akte, die ihm sagt, was ihre Allergien sind, kann in so einem Fall dann Leben retten. Und das ist nur ein Fall von vielen. Das Care Studio ist also das, was die Patientenakte sein sollte, nur eben von Google und ein bisschen auf Steroiden. Getestet wird es derzeit in zwei Krankenhäusern in den USA. Die Daten, die ich also in meiner Smartwatch über mich sammle, können also tatsächlich für meine Gesundheit genutzt werden, aber naja, noch wird damit nichts passieren, außer dass ich Google Daten für Forschung liefere, oder? Das könnte ich natürlich auch bei meiner gesetzlichen Krankenversicherung machen oder die könnten mir sowas stellen, immerhin zahle ich da ja jeden Monat viele hundert Euro. Aber sollte ich diese Daten wirklich hergeben? Was, wenn ein Hacker darauf Zugriff hat? Was kann der eigentlich damit anstellen? Und was genau kann eigentlich Google damit anstellen? Und vielleicht ganz nebenbei, was kann ich eigentlich selber damit machen, um bei mir selber ein bisschen Prävention zu machen? Diese drei Fragen will ich mit euch gemeinsam mal für diese Datenpunkte durchgehen. Meine Schlafdaten sind wahrscheinlich der Grund, warum ich mir die Smartwatch am meisten ansehe. Wie habe ich letzte Nacht eigentlich geschlafen? Was sich oberflächlich anhört, hat mir tatsächlich einiges gebracht in meinem täglichen Leben. Es wird grob unterteilt in drei Schlafzustände: leichter Schlaf, Tiefschlaf und REM-Schlaf. Ich will hier nicht unbedingt in die Tiefe einsteigen, das ist jetzt kein Gesundheitskanal, aber je länger euer Tief- und euer REM-Schlaf sind, desto besser. Ich habe mal zwei Tage rausgesucht, an denen ich wirklich ausschlafen konnte. Zum Kontext, die meisten Nächte schlafe ich so zwischen 6 bis 7 Stunden, das hat sich nicht geändert. Was wir aber sehen können, ist, dass ich am Anfang des Experiments sehr viel weniger REM-Schlaf hatte. Das führt dazu, dass ihr im Durchschnitt weniger dann auch erholt seid. Und natürlich sind hier Bedürfnisse krass individuell. Aber ich habe hier ein bisschen nachgebohrt
und herausgefunden, dass sich Koffein einfach unfassbar langsam abbaut. Sprich, wenn ich um 15 Uhr noch einen Kaffee trinke, was ich früher immer gemacht habe, dann ist da auch noch mitten in der Nacht was übrig. Seit ich meinen letzten Kaffee um 13 Uhr trinke, schlafe ich deutlich besser und habe längeren REM-Schlaf. Klar, kann man auch anders drauf kommen, aber so konnte ich a. erstmal sehen, dass was nicht in Ordnung ist und b. meine Hypothese an mir wirklich selbst verifizieren, was ziemlich cool ist. Fitbit kann daraus aber natürlich auch seine Profite ziehen. Welche Lebenssituation hat welchen Einfluss auf meinen Schlaf? Kombiniert man den Schlaf mit viel Wasser, wann ich trinke oder wie viel Kaffee ich wann trinke, wie viel ich wiege, wie alt ich bin, wie viel ich mich bewege, kann Fitbit und die Datenanalysten bei Google ziemlich genaue Studien anstellen, was den Schlaf wie beeinflusst. In der Fitbit-App kann ich aber genau diese Dinge alle hinterlegen. Ich bin damit also eine Art Forschungsobjekt, das seine Daten irgendwie freiwillig preisgibt. Gebe ich nichts an, wird immer noch körperliche Aktivität, zum Beispiel von Schritten gemessen, und darüber können Zusammenhänge ausgewertet werden. Und natürlich bekomme ich von Fitbit passende Angebote, wie ich meinen Schlaf verbessern kann, auch vorgeschlagen. Auch ein Hacker kann mit meinen Daten übrigens einiges anfangen. Mit meinem Schlafrhythmus kann beispielsweise sehr genau festgestellt werden, wann ich jeden Tag schlafen gehe. Klar. Allerdings, wenn ich weiß, dass ihr immer von ungefähr 24 Uhr bis 7 Uhr schlaft, kann ich in dieser Zeit Angriffe durchführen. Die Malware, die ich vielleicht auf eurem System platziert habe, kann aktiv sein, ohne dass ihr das merkt. Ich kann euch anrufen und mich als Notfall ausgeben, weil ihr dann weniger resistent seid. Wenn ihr gerade eben aufgewacht seid, dann habt ihr einfach nicht diese mentale Wachheit. Klar, ihr seid ja gerade erst aufgewacht. Oder eben zum Beispiel, wenn ihr eine schlechte Nacht hattet. Oder ich kann euch sehr ausgeklügelte Nachrichten senden, die euch genau das verkaufen, was ihr braucht. Einschlafprobleme? Ich habe da das perfekte Mittelchen für dich. Oder doch einfach müde, weil dich dein Baby ständig aufweckt? Dann kauf dir jetzt meine Ohrenstöpsel im Merch-Shop gegen Babylärm. Keine Panik, ich habe keine. Viele wollen auch natürlich ihre sportliche Aktivität tracken. Das hat gleich mehrere Vorteile. Ich trete mir selbst in den Hintern, weil ich schwarz auf weiß, oder besser blau auf weiß sehe, dass ich eine faule Sau bin. Gleichzeitig kann ich aber auch mein Workout-Level genau einrichten. Ich mache ein Beispiel. Für einen Workout kann man grob sagen, ab einem Puls von 110 bis 135 ist es Fettverbrennung. Bis 170 ist es Cardio. Mehr als 220 Puls minus meinem Alter, also 190 in meinem Fall, sollte der Puls niemals gehen. Ein durchschnittlicher Mensch sollte etwa 150 Minuten pro Woche im Pulsbereich Fettverbrennung sein. Cardio wird einfach doppelt gezählt. Das ist nicht viel, etwa 20 Minuten am Tag. Ich habe euch in den Quellen allerdings 4 Studien verlinkt, die direkt daraus reduzierte Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Alzheimer, Diabetes, aber auch Depressionen und Stress nachweisen. Auch hier. Als ich angefangen habe, habe ich dieses Niveau eigentlich fast nie erreicht. Seit ich aber ein Auge drauf habe, gibt es diese Wochen nur noch sehr selten, wo ich nicht mehr mindestens auf dieses Niveau komme. Aber auch hier reicht euch die Uhr nicht. Ihr müsst selbst überlegen, wo ihr das in euren Alltag einbauen könnt. Bei mir war das so. Ihr wisst, ich arbeite nach Pomodoro. Es hat sich für mich wirklich gelohnt, mir in meinen Pomodoro-Pausen kurz die VR-Brille aufzusetzen und eine Runde Beat Saber zu spielen. Wird langsam echt Zeit, dass ich von denen Sponsoring bekomme, oder? Da reicht je nach Lied schon eines aus, um meinen Puls auf 140 zu bekommen. Parkway Drive hat's vorhin sogar auf 160 geschafft. Ich hab's gerade beim Schreiben des Skripts getestet. Aber hier muss auch jeder für sich schauen, was Sinn macht. Dennoch muss ich sagen, ist diese Selbstkontrolle für mich ziemlich wertvoll, damit ich eben mir selbst in Erinnerung rufe, dass ich was tun muss und vor allem auch in meinem Alltag planen kann, wo ich das Ganze unterkriege. Ich habe auch mal geschaut, wie sich das auf mein insgesamtes Wohlbefinden auswirkt. In den Wochen, wo ich auf meine Workouts achte, geht es mir mental deutlich besser und meine Arbeit erledigt sich deutlich schneller. Das allein reicht meist schon aus, um mich zu motivieren, und das, obwohl ich ein echter Sportmuffel bin. E-Sport mal ausgenommen an der Stelle. Aber selbstverständlich kann auch Fitbit bzw. der Hersteller eures Vertrauens damit einiges anfangen. Eure physische Aktivität kann extrem viel über euren Lebensstil aussagen. Und klar, keine Werbedaten, das war ja das Versprechen. Knüpft man aber eure Aktivität und vor allem vielleicht sogar die Art eurer Aktivität an eure Gesundheitsakte.
kann man richtig beeindruckende Paper schreiben. 100.000 Menschen, deren Herzfrequenzen im Alltag die ganze Zeit überwacht werden und die ihre Krankheiten vielleicht sogar noch freiwillig teilen, da lassen sich Ursachen für Krankheiten und auch dementsprechend Gegenmaßnahmen schnell finden. Das hört sich zwar toll an, kann aber auch eine Schattenseite haben. Amazon wollte in den USA vor einer Weile eine Betriebskrankenkasse etablieren, die basierend auf Fitness-Trackern Rabatte bietet. Nach dem Motto, bewegst du dich genug, bleibst du gesünder und musst weniger zahlen. Die Debatte überlasse ich mal euch in den Kommentaren. Dass hier aber auch euer Stresslevel abgelesen werden kann, eure emotionalen Struggles und damit zusammenhängend eure Ausfallsicherheit für eine Anstellung evaluiert werden kann, das solltet ihr definitiv im Hinterkopf behalten. Wenn ich jetzt bei Fitbit oder Google arbeiten möchte, weiß Google, dass ich grundsätzlich eher faul, aber vielleicht etwas neurotisch veranlagt bin. Und genau diese Informationen können natürlich auch Hacker nutzen. Ich habe hier mal einen ruhigen Sonntag rausgesucht. Dieser kleine Ausreißer hier ist eigentlich ganz spannend, oder? Circa 16 Uhr. Ein ruhiger Sonntag. Ein ganz kurzes Stückchen, wo mein Puls auf 160 gesprungen ist. Was könnte das wohl sein? Die Vermutung liegt nahe, dass hier jemand Spaß hatte. Aber naja, bei mir sehen viele Tage so aus, denn meine Spikes sehen auch bei Beat Saber genauso aus. Und was es genau war, das überlasse ich mal eurer Fantasie. Aber auch Anomalien zu finden ist hier möglich. Aussetzer von eurem Puls oder Herzstolpern können schon erkannt werden. Hier kann eine Smartwatch im Zweifel sogar Leben retten, indem beispielsweise automatisch ein Krankenwagen gerufen wird. Klar, da muss erstmal sichergestellt werden, dass das Tracking nicht gerade versagt, aber auch das ist möglich. Ein Hacker kann, wie auch schon bei eurer Schlafroutine, eure Lebenssituation hier noch besser analysieren. Wann seid ihr angreifbar? Wann vielleicht besonders anfällig für Scams oder Phishing? Wann seid ihr vielleicht im Fitnessstudio oder joggen, um bei euch einzubrechen? Klar, das klingt erstmal ungefährlich, aber wir alle wissen, dass wir an einem schlechten Tag einfach nicht so widerstandsfähig sind. Doof, wenn Hacker das eben auch wissen. Ja, die getätigten Schritte. Ich sag mal so, das ist der Punkt, den ich auch nach einigen Monaten noch nicht so gut in mein Leben integriert habe. Für ein Laufband ist hier einfach kein Platz, fürs Rausgehen oft einfach keine Zeit. Und so bin ich nach wie vor unter 5000 Schritten pro Tag im Durchschnitt. Wenn ihr Tipps habt, immer gerne. Trotzdem hilft es hier natürlich auch, diesen Punkt einfach im Kopf zu behalten. Hier einige Insights aus Studien, die ich gefunden habe. Auch hier wieder, das ist kein Gesundheitskanal, da liegt nicht meine Expertise. Ich habe die nicht geprüft auf Richtigkeit. Aber es zeigt sich eine Tendenz, würde ich sagen. Laufen wir mehr als 8000 Schritte am Tag, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen um ca. 51% seltener, als wenn wir unter 4000 Schritten laufen. Und sind wir bei mehr als 9800 Schritten, sind Demenzerkrankungen 50% seltener, als bei denen, die nur 3800 Schritte am Tag gehen. Natürlich ist das nur eine Messzahl und in Wahrheit sind vermutlich noch so viel mehr Aspekte dabei, die auf die Gesundheit hinweisen. Dennoch scheint Laufen und Schritte auch ziemlich wichtig zu sein. Und genau hier können Datenanalysten hergehen und Gesundheitsdaten wieder auswerten und eventuell Korrelationen erkennen, die für uns bisher sehr schwer bis unmöglich auswertbar waren. Tausende von Daten von Tausenden von Menschen über Tausende von Tage. Das ist besonders und wertvoll und kann zu echten Forschungsdurchbrüchen führen. Man sieht aber natürlich auch direkt, wenn jemand krank ist. Denn wenn ich krank im Bett liege, gehe ich ziemlich sicher sehr wenige Schritte. Gepaart mit einem Hauttemperaturmesser, den manche Smartwatches übrigens haben, ist es ein ziemlich zuverlässiges Zeichen zu erkennen, wie gut es euch aktuell gerade geht und wie euer Lifestyle sich vielleicht auf eure Gesundheit auswirkt. Auch hier wäre eine personalisierte Krankenkasse natürlich denkbar oder einfach eine Vorhersage wie Diggi, wenn du dich weiter so selten bewegst, wirst du mit 60 dement und mit 70 an einem Herzinfarkt sterben. Chancen sind 70%. Oh boy, das motiviert mich so sehr zu Bewegung. Nicht. Auch äußere Einflüsse können hier ein spannendes Umfeld geben, denn eure Uhr hat ja auch Wetterdaten. Wir hatten hier gerade erst massive Änderungen und ich habe immer noch richtig üble Kopfschmerzen, dass ich mich letztes Wochenende quasi gar nicht bewegt habe. Hat das Zusammenhänge? Was passiert bei anderen in meinem Bereich oder einer ähnlichen Situation? Und das wäre tatsächlich sehr, sehr spannend zu wissen für mich.
Der nächste riesige Bereich ist die Ernährung. Klar, man sagt nicht umsonst, dass 80% des Abnehmens in der Küche passieren und nur 20% im Gym. Okay, aber inwiefern bringt mir eine Smartwatch was? Naja, bedingt. In dem Fall geht es aber eher um die App, die euch auch einiges erlaubt, manuell einzutragen. Genauso wie die Menge an Getränken, die ihr euch zuführt, euren Zyklus, euer Stresslevel, könnt ihr alles eintragen. Auch das habe ich mal eine Weile gemacht, außer Wasser. Ich trinke eigentlich immer mindestens 3 Liter Kaffee, das muss reichen. Kleiner Scherz an der Stelle, trinkt nicht so viel Kaffee. Was die Ernährung angeht, sieht man dann natürlich relativ direkt, wie viele Kalorien ihr verbrennen könnt, anhand eures Gewichts und eurer Aktivität, und wie viel ihr zu euch genommen habt, anhand von dem, was ihr eintragt. Und klar, das müsst ihr selber machen, aber kann ja auch wertvoll sein. Ich selbst konnte aber mit den Daten wenig anfangen und habe eine Ernährungsberatung gemacht, um euch hier noch ein paar mehr Infos geben zu können. Ich muss persönlich wegen einer Unverträglichkeit auf Milch und alles, was daraus hergestellt wird, verzichten. Auch Käse übrigens, und dadurch habe ich einen Mangel an Kalzium entwickelt und auch meine Proteinzufuhr hat ein bisschen gelitten. Daraufhin habe ich jetzt einiges umgestellt, aber ich nutze dieses Feature nicht mehr. Denn laut meiner Ernährungsberatung ist die Art, wie die Kalorien hier berechnet werden, wenig hilfreich. Makronährstoffe sind zwar ganz nice, vor allem wenn man den Barcode scannen kann, aber dazu müsste man immer alles einlesen. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das recht schwer mit Obst oder Gemüse, das ihr im besten Fall gar nicht mit Code habt. Aber gerade das wollt ihr ja essen bzw. kochen und deswegen war das gar nicht so einfach. Das war mir am Ende dann einfach zu viel Aufwand. Aber trotzdem ist gerade die Ernährung der Schlüssel zu so unfassbar vielem. Isst man zu viel Zucker, 30 Gramm pro Tag zum Beispiel sind empfohlen, was by the way wirklich sehr, sehr wenig ist, und nimmt man mehr zu sich, steigt das Risiko für Diabetes oder das für Übergewicht ziemlich drastisch. Das ist dann wieder ziemlich furchtbar für alles andere, was danach kommt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt übrigens auch nur 50% der Kalorienzufuhr aus Kohlenhydraten, 30% aus Fetten, Rest aus Eiweiß. Meine Ernährungsberaterin empfiehlt mir aber 1 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und das zu schaffen und gleichzeitig unter der Kalorienmenge zu bleiben, ist gar nicht mal einfach. Ich kann so eine Beratung tatsächlich nur empfehlen, denn eins wurde mir klar. Das ganze Feld ist noch nicht fertig erforscht, vieles ist unklar, aber vor allem ist alles individuell. Was für mich passt, muss nicht für euch passen. Und genau hier können natürlich Forschung von Google oder Apple angestellt werden und so eine Beratung automatisiert werden. Da sind wir zwar noch nicht, aber daran wird natürlich geforscht und selbstverständlich soll das am Ende auch verkauft werden. Speziell was übrigens Menstruationsdaten angeht, möchte ich euch auf eine Thematik aufmerksam machen. Nachdem in den USA Abtreibungen in manchen Staaten illegal wurden, konnten Behörden anhand der Menstruationsdaten von solchen Zyklus-Trackern Frauen ausfindig machen, die schwanger waren und anschließend nicht mehr, sprich sie haben abgetrieben. Ja, was kann also ein Hacker mit all diesen Daten anfangen? Und oh boy, wo soll ich da nur anfangen? Phishing ist nur so gut, wie es an das Ziel angepasst ist. Habt ihr Essprobleme? Der Hacker weiß das dann. Habt ihr eine Vorliebe für bestimmte Süßigkeiten oder vielleicht sogar ein Alkoholproblem, Gott bewahre. Der Hacker weiß sogar, für welche Süßigkeiten und welchen Alkohol ihr gerne trinkt. Wie wäre es mit dieser einen Pille, die gerade ganz neu in der Forschung ist? Klar, das kann man auf Verdacht auch einfach an alle mal schicken und irgendwer wird am Ende schon draufklicken. Werdende Eltern gehören zu der Zielgruppe zum Beispiel, die am meisten Geld ausgeben und am meisten um ihren Zuwachs besorgt sind. Kann man verstehen. Habe ich aber rein zufällig gehört, dass dieses Produkt hier, was du gestern Abend gegessen hast, so unfassbar schädlich ist, dann kann ich dir natürlich jetzt sofort ein Seminar verkaufen und das niemals stattfinden lassen. Natürlich. Oder aber es wäre mir ein leichtes, mich direkt an dich ranzumachen, wenn du gerade emotional aufgeladen bist. Mit dem richtigen Soul Food in deinem Lieblingsrestaurant kann ich natürlich auch eine ganz besondere Bindung mit dir aufbauen und dich dann am Ende dazu überreden, mir deine Nummer zu geben. So, dass wir uns dann natürlich noch weiter über deinen Job unterhalten können und ich am Ende deine Firma hacken kann. Ja, so funktioniert das Ganze. Aber das waren jetzt nur mal die Teile der Smartwatch, die euch direkt tracken. Ihr gebt eurer Smartwatch aber häufig noch sehr viel mehr Rechte. Daten wie Name, Adresse und vor allem natürlich euren Standort, den hat eine Smartwatch in den meisten Fällen.
Ein Hacker, der diese Daten nutzt, könnte sie für Stalking, Identitätsdiebstahl oder natürlich Einbrüche nutzen. Auch die Kreditkarteninformationen sind häufig auf der Smartwatch gespeichert. Und ist die Smartwatch nicht mehr sicher, weil sie zum Beispiel nicht mehr geupdatet wird, können Hacker oder Diebe damit in eurem Namen Einkäufe tätigen. Und zu guter Letzt sind Smartwatches ja auch einfach nur digitale Geräte, die, wenn sie gehackt werden, als Bot genutzt werden können. Sei es, dass ich euch dazu zwinge, dieses YouTube-Video hier 1000-mal komplett von vorne bis hinten anzusehen, um die Watchtime zu erhöhen, oder sei es, dass ihr eine Website als Teil eines Botnetzes lahmlegen sollt. Smartwatches können genauso angreifbar sein wie euer Smartphone und benötigen deshalb auch immer die neuesten Updates. Ob das jeder auf dem Schirm hat, wage ich zu bezweifeln. Und wenn wir uns schon ansehen, wie wenige Leute sich ein neues Handy kaufen, weil es keine Updates mehr bekommt, wird das mit einer Uhr noch sehr, sehr viel seltener passieren. Ich glaube, es ist eines hier klar geworden. Das, was diese Apps und Tracker für euch tun, ist vor allem, euch bei der Selbstreflexion zu helfen. Seid ihr aktiv genug oder tut ihr nur so? Ernährt ihr euch wirklich so gesund oder sind es dann doch 2.000, 3.000 dieser Doppelkekse, die dazwischen gekommen sind? Mir persönlich hat es geholfen, die verschiedenen Bereiche meiner Gesundheit zumindest mal in Angriff zu nehmen und sie aus einem ziemlich katastrophalen Zustand in einen relativ passablen Zustand zu bringen. Gut ist noch vieles nicht, aber ich arbeite immerhin dran. Dadurch gebe ich aber natürlich auch Google meine Gesundheitsdaten. Und zwar jede Menge davon. Damit wird geforscht. In einem Ausmaß, das bislang unmöglich war. Zusammenhänge, Statistiken, aber auch neue Behandlungsmethoden und präventive Maßnahmen sind so überhaupt erst denkbar. Die EU plant und sie plant und sie plant. Aber dabei rauskam eine elektronische Patientenakte. Hier kann ich selbst Befunde, Röntgenbilder oder Allergien und Medikamente einfügen, aber nur 13% der Ärzte nutzen die EPA. Der Großteil plant nicht mal, sie zu benutzen. Das Gesundheitssystem ist wie so vieles in Deutschland festgefahren. Teuer, aber nicht effektiv. Wir brauchen Neuerungen, die politisch einfach nicht kommen und deswegen privatwirtschaftlich gebaut werden. Und da wollen sich natürlich Google und Co. einen großen Teil des Kuchens sichern. Und klar, wir müssen uns Sorgen machen, dass Hacker sich unsere Daten einverleiben und uns danach besser kennen, als uns lieb ist. Aber mir persönlich ist meine Gesundheit auch sehr wichtig. Da würde ich jedem selbst überlassen, ob ein Gesundheitstracker für euch sinnvoll ist oder ihr die Gefahren höher anseht. Was eure Meinung ist, würde ich gerne mal unten lesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.